Werner Aufrecht. Er gilt als der Vater der DTM. Zum Finale der Saison 2009 in Hockenheim feiert der Unternehmer ein besonderes Jubiläum. 333 Rennen als erster Vorsitzender im Vorstand des ITR e.V. Seit 1986 leitet er die Geschicke der DTM. Ohne ihn ist die DTM schwer vorstellbar. Er hat das Ganze entwickelt, natürlich mit einem Team zusammen, natürlich mit Rennfahrern, Teams, Teamchefs, Herstellern, Fernsehen, alles gehört dazu. Aber er hat es mit großer Leidenschaft vorangetrieben und treibt es weiter. 333 Rennen, das ist eine Zahl, die ganz einfach, egal in welchem Bezug sie zu sehen ist, eine sehr, sehr große Zahl ist. Und wenn man den Herrn Aufrecht heute so sieht und den Elan, den er in sich heute noch trägt und wie er für die DTM kämpft, dann zeigt das nur, wie intensiv er das betrieben hat und dass er dabei aber sehr jung geblieben ist. Anscheinend hält Motorsport jung. Darüber hinaus hat sich Hans-Werner Aufrecht als Team- und Firmenchef um den deutschen Motorsport verdient gemacht. Die Erfolgsgeschichte beginnt 1967 mit der Gründung von AMG. Aufrecht verwirklichte sich einen Traum. Er machte die Liebe zum Automobil und zum Rennsport zu seinem Beruf. Er liebt Motorsport, er liebt Autos und das hat er zu seinem Beruf gemacht und hat auch Erfüllung drin gefunden. Nicht nur als Unternehmer machte sich Hans-Werner Aufrecht einen Namen. Als Chef des AMG Mercedes-Benz-Teams feierte er viele Erfolge und insgesamt 5 Meistertitel. Er war ein sehr harter Teamchef, aber fair. Er hat immer auch abwägen können, wenn man erklärt hat, warum und weshalb was passiert ist und er es auch so gesehen hat, dann war das auch dann vom Tisch. Also das wurde einmal laut und dann war das gegessen und dann hat man wieder vorne von neu angefangen und das habe ich an ihm immer zu schätzen gewusst. Wenn man so ein Unternehmen sieht, was er aufgebaut hat, dann ist es ein Riesenstanding auf dem Automobilsektor, im Motorsportsektor natürlich auch mit seinem Team. Hans-Werner Aufrecht hat eine Menge erreicht im Motorsport, hat ihn geprägt, vor allem die DTM geprägt, mitgeprägt, erfunden und hat sie zu einem Stellenwert gebracht, die sie heute hat. Ab dem Jahr 2000, seit der Einführung der neuen DTM, hat Aufrecht als Vorsitzender des ITR e.V. viel für die Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit der Serie getan. Der Zuschauer muss nach Hause gehen und sagen, das war ein erfolgreicher Tag für mich. Den Gegenwert, den er bekommen hat für seinen Eintritt, war es wert, dass er da war. Das ist für uns die Losung. Der DTM kann ich nur wünschen, dass er das noch eine Zeit lang macht, ne? Mit seiner Euphorie, die er auch dann in Sitzungen immer verbreitet, ja? Und die oft zum guten Erfolg führen. Er sagt ja immer, du musst das Unmögliche wollen, um das Mögliche zu erreichen. Hans-Werner Aufrecht hat einen entscheidenden Teil zum Aufstieg des deutschen Tourenwagensports beigetragen. Er ist eben der Vater der DTM. Herzlichen Glückwunsch zu 333 Rennen als Vorsitzender des ITR e.V.